Im Sommer 2018 beim wunderbaren Rheingau Musikfestival habe ich die große Ehre, Artist in Residence zu sein. Mein Name ist Annette Dasch, ich bin Sopranistin, also eine Sängerin und in Frankfurt zu Hause. Also für mich ist das quasi ein schönes nachbarschaftliches Event und ich würde mich sehr freuen, Sie bei dem einen oder anderen oder vielleicht sogar allen Konzerten begrüßen zu dürfen. Das Thema des Rheingau Musikfestival 2018 oder so ein bisschen die Überschrift ist Freundschaft. Und um Freundschaft geht es ganz wesentlich in Schillers Ode an die Freude. Und obwohl sie so oft gespielt wird, unsere Europa-Hymne, die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, ist es jedes Mal wunderschön, da dabei zu sein als Zuhörer, als Sängerin. Und ich freue mich unheimlich, dass das mein erster Auftritt hier sein wird am 5.7. im Kurhaus in Wiesbaden mit dem Orchester der Brüsseler Oper unter der Leitung von Alain Altinoglu, den ich auch schon aus Bayreuth kenne. Da hatten wir schon bei Lohengrin das Vergnügen. Ja, also herzlich willkommen. Mit dem Fauré-Quartett verbindet mich mittlerweile, kann ich schon sagen, auch eine Freundschaft. Wir haben einige schöne Programme gemeinsam entworfen und die Konzerte mit Ihnen sind jedes Mal von unglaublicher Intensität, weil die sehr spontan und wachsam im Moment sind. Und ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, dass die hierher kommen und dass wir am 7.7. auf Schloss Johannisberg zusammen unser Programm spielen, was sehr schön ist, sehr verzahnt, aus einzelnen Streichquartettsätzen, die sich dann mit Liedern abwechseln. Und das ist ein sehr intensiver und sehr dichter, schöner Abend. Im vergangenen Sommer 2016 hatte ich die schöne Gelegenheit, im Kurhaus in Wiesbaden eine Operettensause abzufeuern. Unter der Leitung von Andreas Schöller spielte das Orchester der Volksoper Wien. Und wir haben es ordentlich krachen lassen, würde ich sagen. Und Sie, hochverehrtes Publikum, haben hinterher auch gesagt: Ach, wie interessant, Operette. Naja, wir waren uns nicht so sicher, ob wir da überhaupt hinkommen sollen. Und ich habe gedacht: Ich setze noch einen drauf und breche noch eine Lanze für die Operette. Und das geht eigentlich, eine Steigerung dessen, was wir da gemacht haben, geht eigentlich nur, wenn man eine Operette quasi konzertant ganz aufführt. Und das tun wir am 10.8. wieder im Kurhaus Wiesbaden. Und zwar die lustige Witwe von Franz Lehár mit mir als Witwe, mit meinem Mann als Danilo und mit vielen tollen anderen Künstlern, hohen Cs und Cancan. Und ich weiß nicht, was ich Ihnen noch alles versprechen soll. Ich glaube, es wird auch wieder eine Mordshetz. Wieder im Kurhaus in Wiesbaden bin ich am 18.8. mit den mittlerweile Damen und Herren der 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker zu hören. Das ist ja immer so ein unglaubliches Energiepaket, diese Formation aus diesen 12 Celli. Da haben wir schon mal musiziert gemeinsam, französische Stücke, ein bisschen spanische Stücke. Dieses Jahr kommt noch Hollywood ein bisschen dazu, hab ich mir gewünscht, hat netterweise das Rheingau Musikfestival auch finanziert. Eine neue, ganz neue Uraufführung wird es geben. Also Stücke, die es bereits gibt, aber neue Arrangements für 12 Celli und Sopran. Und ich glaube, da bleibt kein Auge trocken. Ja, und um nochmal auf das Thema Freundschaft zurückzukommen, bin ich unglaublich glücklich, dass ich mit dem lieben Klaus-Florian Vogt endlich zusammen einen Liederabend geben darf hier. Das habe ich mir schon sehr lange gewünscht und der ist ja so viel unterwegs und ich bin viel unterwegs. Es hat nie richtig geklappt und am 25. August im Kurhaus Wiesbaden wird es also wahr, dass wir zusammen Duette singen und Lieder singen von Schubert, Brahms, Schumann. Also das wird, glaube ich, ein sehr romantischer Abend und sehr, ja, ich finde es schön. Und man kennt uns irgendwie aus Bayreuth als diese beiden Wagner-Sänger, die sich irgendwie ansingen, so ganz laut. Und da finde ich schön, dass wir jetzt auch mal in die zarte Form zurückkommen und uns mit den Liedern auch so ein bisschen den Feinheiten widmen. Und ja, dass wir uns mögen, ist, glaube ich, klar. Also ich habe ihn jedenfalls sehr ins Herz geschlossen, den lieben Klaus, und freue mich da sehr drauf. Ich würde mich sehr freuen, Sie
in alter Sommerfrische zahlreich bei den Konzerten wiederzusehen oder ihnen neu zu begegnen. Ich weiß nicht, wie ich sie noch neugierig machen kann. Ich kann nur sagen, dass die Konzerte alle handverlesen und wunderbar sind und von Gänsehaut bis Tränen bis Lachen ist alles möglich. Und ich würde mich freuen, wenn Sie darauf Lust haben.